anflehen. Na, für den letzten brauche ich keine Schockhandschuhe. Ah, da haben wir ja einen. Was ist in dem Kanister? Ein Geschenk für El Jefe. Eins von vielen. Wo sind die anderen? Mehr sage ich nicht. Bruder, wir sind am Hass. Aber den Wayne de Cobblepot hat uns Leute auf den Hals gehetzt. So ist Tom. Ich hab, was ich brauche. Okay. Alle Einheiten, wir erhalten Meldungen über eine Ruhestörung. Position Post. Das heißt, hier unten haben wir fürs Erste nichts. Wir könnten allerhöchstens irgendwann mal ins Gotham City Royal Hotel gehen. Für die Datenpakete, aber... Da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Das können wir jetzt dann wirklich mal wann anders machen. Jetzt wird es nämlich mal Zeit wieder für ein bisschen normale Sachen. Ich glaube auch, ich weiß jetzt, wo vielleicht das Drogenlager sein könnte. Unter der Brücke geht es doch, glaube ich, auch noch zu, irgendwo hin. Da waren noch diese hängenden Teile zum Beispiel. Und dann mal gucken, ob das hier eventuell irgendwo unten ist. Hier geht es nämlich immer runter. Hier könnte es nämlich rein theoretisch auch sein. Rein theoretisch natürlich. Ich meine, es kann auch sein, dass hier einfach komplett gar nichts ist. Und genau danach schaut es irgendwie auch aus hier gerade. Schade. Schade. Ich dachte, ich wäre auf einer Spur, aber nö. Aber noch bin ich nicht fertig. Da haben wir es nämlich. Haha. Wie länger hält? Oh, verdammt. Egal. Fertig. Dann machen wir das hier noch. Ich glaube, das war das letzte dann. Konfrontiere Black Mask in der Kirche. Ja, nice. Dann kann ich jetzt eigentlich extrem viele Sachen machen. Ich kann hier hingehen. Ich kann hier noch hingehen. Das mache ich auch als nächstes. Und oben ist auch noch genügend zu tun. Irgendwo in Burnley. Dann kann ich auch in die Kirche gehen. Ich glaube, auf der Dingsseite stand, auf der Gesuchtseite, dass da das letzte Datenpaket ist. Oder nicht das letzte, aber ein Datenpaket. In anderen Worten, ich komme dem Ganzen wirklich immer näher. Langsam, aber stetig. So, und solange der hier fliegt, muss ich ganz dringend mal schnell einen Schluck trinken, denn mein Mund ist trocken wie die Wüste. Lecker Eistee. So, wunderbar. Endlich mal wieder ein bisschen Wasser im Mund gehabt. Das ist doch super schön. Das hat man richtig schon beim Reden gemerkt, ey, wieder. Aber alles komplett trocken war. Das ist ekelhaft. Jetzt holen wir uns erstmal den hier richtig fett. Es geht ordentlich zu.
Weg! Holen wir ihn uns! Okay, ich hab's kapiert. Kann ich jetzt gehen? Nö, du kannst nicht gehen. So. Hier müsste jetzt Shiva irgendwo sein. Da drin dann wahrscheinlich. Hier müsste ich eigentlich auch mal gucken, ob da auch Datenpakete sind. Warum bist du hier? Hast du nicht eine Stadt zu retten? Sie haben meinen Mann umgebracht. Ja, eine Lektion, die du nicht verstanden hast. Und es werden noch viele sterben, wenn du es nicht endlich tust. Dann müssen sie sich für jeden davon verantworten. Ich bewundere deine Leidenschaft. Aber deine Motivation ist fraglich. Jetzt, lass uns kämpfen. Ja, okay. Was? Die hat dem. Oh, die ist der Dings ausgewichen. Der, dem, naja, okay, das ist ja auch der Boss, also von dem her. Trotzdem. Das hat mich jetzt irgendwie überrascht. Boah, die Nerven. Boah, die können alle kämpfen, ey, das nervt doch. Du kannst. Ich zeige dir. Na, oh, Mann, oh. Testen wir dein. Aber mit den Schockhandschuhen mache ich den ganz schön fertig. Na, verdammt. Der Test ist vorbei. Und damit auch dein Leben. Ah, Leertaste hämmern. Genug! Geschickt, ehrenhaft, hingebungsvoll. Ich verstehe, warum der Meister dich ausgewählt hat. Es scheint, als hätten wir heute beide etwas gelernt. Sie und Ihr Meister interessieren mich nicht. Ich übergebe Sie der Polizei. Nein, das wirst du nicht. Aber du hast eine Gnadenfrist verdient. Ich hoffe, du erkennst noch, wie falsch du mit Gotham liegst. Es soll nicht gerettet werden. Es kann nicht gerettet werden. Nur gereinigt. Und aus der Asche neu geboren. Na toll, ey. Ich schicke dir zwei Koordinaten. Einen für eine Leiche, der andere ist für einen Überlebenden. Übermittle sie der Polizei. Ja, Sir. Sollen wir den Fall folglich als geschlossen betrachten? Fürs Erste. Ich glaube nicht, dass ich Shiva zum letzten Mal begegnet bin. Okay. Keine Karte verfügbar. Mit anderen Worten auch wahrscheinlich kein Datenpaket. Ja. Jetzt habe ich irgendein Karate-Profil, wollte ich schon sagen, weil die ganze Zeit diese Karate-Typen sind. Aber ich denke mal, das wurde nur aktualisiert, weil ich glaube, das von Shiva habe ich schon laufen lassen, oder? Wo waren das nochmal? Besiegt. Antworte mir. Warum bist du hier? Aus demselben Grund wie du natürlich. Geld und Ruhm. Spar dir deine Sch. Ja, ich glaube, das habe ich mir schon angehört. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, Leute, ich würde mal sagen, das nächste, was wir machen, wäre in die Kirche gehen, aber nicht um zu beten. Nein, nein. Eher werden wir dafür sorgen, dass jemand anderes seine letzten Gebete sprechen wird. Und ja, dann mal gucken. Danach gehe ich, glaube ich, auf das Schiff da. Dann, keine Ahnung. Danach, was halt noch so zu machen ist.
Ich hoffe mal, wir kommen jetzt auch in die Kirche ganz normal rein. Ach, verdammt. Ich dachte, ich komme da jetzt klammheimlich rein. Aber es sind nur ganz normale, das ist gut. Perfekt. Hab gerade gehört, der Boss ist auf dem Weg. Der Typ ist ein Tier. Geht durch die Hölle heute Nacht und das Erste, was er macht, ist das Geschäft wieder auf die Beine zu bringen. Hört, sein Mädel hat's erwischt. Scheiße. Man muss schon knallhart sein, um sowas auszuklammern. Deshalb ist er der Boss. Lässt sich nicht unterkriegen. Das heißt, der Pinguin hätte den Boss entführen lassen. Würde mich nicht überraschen. Warum ist hier so ein Schädel und warum ist der markiert? Waffenstillstand. Und? Die sind dazu da, gebrochen zu werden. Pass auf den Kanister auf. Weißt du, was das Zeug wert ist? Offenbar mehr als wir. Was ist dein Problem? Du hast es wohl noch nicht gehört. Die Fledermaus! Ja, die Fledermaus. Wir dürfen ihn nicht wieder verlieren. Oh, Scheiße. Ja, ich kann weglaufen. Tschüss. Oder auch nicht. Ja, warum... Boah, Batman, warum schwingst du nicht? Ach, du Scheiße. Ich hab ihn verloren. Was soll das heißen? Er ist schon wieder verschwunden. Ich häng fest. Wie gemein ist das denn bitte? Batman ist da unten festgehangen. Dass es so leicht sein würde. Naja, man lernt nie aus. Wie kam es eigentlich, dass die Rauchgranate so schnell vorbei war? Die ist doch normalerweise nie so brutal schnell vorbei. Hab grad gehört, der Boss ist auf dem Weg. Der Typ ist ein Tier. Geht durch die... Hey, Moment mal! Oh, der hat mich gesehen. Das ist blöd. So, mal schauen. Nee. Ich glaube, das wäre zu riskant, da jetzt einen auszuschalten. Batman, du musst ihn ausschalten. Unser Freund ist wieder da. Oder du kannst es auch lassen und dich hier decken lassen. Ja, das geht auch, Batman. Ich glaube mal, diese Ecke hier ist ein bisschen verbuggt.